Ich habe auch das vorgeträumt, sozusagen, mein Unfall. Bin irgendwann wieder in der Nacht bei meiner Ex-Freundin bin ich wach geworden, pitschnass. Und die Frage, und da hat sie mich noch gefragt, was ist denn los? Ich sage, ich wurde gerade überfahren. Und da hat sie mir gesagt, du bist so bescheuert. Ja, aber, und das ist mir alles im Krankenhaus dann irgendwo wieder so ein bisschen zu bewusst geworden. Und deswegen, das Leben ist einfach viel zu lebenswert, um irgendwo zu sagen, ich mache Schluss damit. Also, das sollte man sich eigentlich 3-4 Mal überlegen. Also mein Name ist Manuel Reuter, hatte am 29.05.2000 einen schweren Arbeitsunfall eine Kollision mit einer Walze. Ja, und jetzt habe ich halt dadurch mein Ohr verloren, wie man es sieht. Beim Straßenbau war ich gewesen, zum Asphaltieren. Und das Ding war, ich habe eine Walze gefahren. Und wo ich abgestiegen bin, habe ich wahrscheinlich, ist meine Vermutung nur noch, was von der Erinnerung hergibt, ich bin abgestiegen und habe wahrscheinlich mit der Jacke den Rückwärtsgang eingeschalten. Dann ist er ganz langsam gerollt. Ich bin dahinter gestanden, hinter der Walze, und wo ich mitgekriegt habe, oh, mir wird schlecht, wollte ich eigentlich runtergehen von der Schwarzdecke, und dann hat mich aber die Walze schon hier unten am Fuß erwischt gehabt, und dann bin ich nur noch hinten abgeklappt und ist die Walze bis aufs Becken drauf gefahren. Und dann habe ich halt, man sieht ja die Verbrennungen dazu, irgendwie so quer drin gelegen, so dass halt diese Seite beim frischen Teer verbrannt wurde. Das waren ja 320 Grad oder mehr sogar. Nach dem Unfall bin ich ja knapp ein Dreivierteljahr bis Jahr ohne Ohr rumgerannt. Und das war irgendwo schon komisch gewesen. Also ich meine, der Mensch ist ein Gewöhnungstier, aber es ist halt blöd gewesen irgendwo. Weil man hat immer mehr oder weniger das Aufsehen erregt. Vom Gucken her. Obwohl es ja immer noch so ist. Durch der Dings, durch den Namen. Aber ich würde genauso gucken. Also ich bin genauso. Ja, es ist schon komisch, wenn es weg ist auf einmal. Man ist halt nicht mehr vollständig. Man ist nicht mehr vollständig auf einmal. Aber dadurch, dass es halt so eine, wie soll man sagen, Genies gibt. Oder so eine Leute, die das herstellen. So ein Epithetiker, ja. Du fühlst dich halt wieder im Ganzen auf einmal. Also, du hast wieder eine normale Lebensfreude da. Du kannst wieder normal durchs Leben gehen. Epithetik ist grundsätzlich der Ersatz fehlender Körperteile, hauptsächlich Gesichtsteile, Augen, Ohren, Nasen. Das ist auch meine Hauptaufgabe. Mein Name ist Cornelius Egner, ich bin Epithetiker, seit 10 Jahren in selbstständiger Form. Mit Epithesen zu tun habe ich seit 1999. Also der erste Schritt am Patienten ist immer eine Abformung mit einem Silikon, ähnlich wie aus dem zahnmedizinischen Bereich, ein additionsvernetztes Silikon. Und damit wird eben die aktuelle Ist-Situation abgeformt, um später aus Gips ein Modell von der Situation zu erstellen. Grundsätzlich ist unser Manuel vom Typ eher ein etwas gebräunterer Patient. Du schaffst ja auch draußen viel, oder? Genau. Deswegen haben wir automatisch einige Rottöne im Silikon enthalten. So. Ja. Damit können wir leben. Perfekt. Ein bisschen eine Schwierigkeit ist, dass man gut abschätzen muss, dass man von der Menge vom Silikon halt etwas mehr hat, wie die Hohlform, damit ein gewisser Überschuss quasi jetzt aus der Hohlform rauskommt. Und das kommt jetzt für mehrere Stunden bei 75 Grad in den Ofen.